Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dark Light. Warum zeige ich euch jetzt hier den Ladebildschirm? Ihr könnt den natürlich weiter spulen, das ist jetzt so weiter kein Problem. Nur ich wollte euch ganz gerne einmal zeigen, beziehungsweise nicht zeigen, ob ich jetzt gleich wieder tot in der Welt aufwache oder ob ich noch am Leben bin. Weil in einer vorherigen Folge hatte ich ja das Problem, dass ich den Server gestartet habe und ich kam direkt tot wieder zur Welt. Das heißt also, wir hatten wieder einen riesen Materialverlust. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, ob das jetzt heute auch wieder so ist. Gestern war ich gut ernährt und gut dehydriert. Bin ich vom Server gegangen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wieder tot bin. Na, geht weiter. Alles klar. Schon wieder Panik. Dann kann es eigentlich nur noch am Übergewicht oder am Schlafen liegen, wenn ich dann tot zur Welt komme. Oder ein Bug. Ihr seht, die Ladezeiten dauern etwas. Ist auch immer ein bisschen nervig, aber was will man machen? Man ist froh, wenn es dann trotzdem läuft. Normalerweise starte ich ja auch das Spiel dann, wenn ich auf der Welt bin. Aber das ist jetzt mal eine Ausnahme, um einmal zu zeigen, was jetzt passiert. Oder auch nicht passiert, vielleicht eher. So, 97%, ja, allzu lange wird es nicht mehr dauern. Denkt bitte dran, ihr könnt weiterspulen. Ich will einfach nur der Vollständigkeit halber zeigen, was jetzt passiert. Wenn ich lebend zur Welt komme, ist alles gut. Wenn ich wieder tot zur Welt komme, haben wir wieder einen Materialverlust und wir müssen erstmal gucken, dass wir endlich mal einen Schlafplatz hinkriegen. Aber dazu mehr, wenn wir offiziell auf der Welt sind. No. Ja, ich bin wieder tot. Dann spawnen wir wieder am Hauptplatz. Ja, okay. Also ihr habt's gesehen. Na, ist die sieht das wieder alles zurückgesetzt? Muss man einmal kurz. Nein, erstmal muss ich ganz was machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dark Light. Für die Leute, die sich den Ladebildschirm jetzt nicht angeguckt haben, darf ich euch recht herzlich begrüßen. Ja, wir sind wieder gestorben. Hier liegt auch keine Leiche, irgendwas von mir rum, die ich jetzt looten kann. Ich will einmal schauen,
was ich am Inventar behalten habe. Ja, das ganze Holz und sowas ist weg. Das, was wir gebaut haben, das habe ich Gott sei Dank in die zweite Leiste schon gepackt. Das war gut. Die Idee war gut. Gut. Alles klar. Jo, was machen wir heute? Ja, wie gesagt, wir müssen, so wie das aussieht, wieder Material sammeln erstmal. Wir fangen praktisch wieder relativ von vorne an. Jetzt muss ich aber eben in den Einstellungen nachschauen. Da hat sich, glaube ich, wieder etwas Audio. Audio ist so geblieben. Was sind wir in der Grafik? Renderskalierung. Kameraerschütterung. Oh. Entschuldigung. Kleinen Schlucklauf. Empfindlichkeit setzen wir noch etwas runter. Die ist mir noch etwas zu schnell. Anwenden. Speichern. So, haut das jetzt hin? Ja, gut. Okay. Ja, also das wollte ich gezeigt haben, dass ich jedes Mal tot bin, wenn ich auf den Server komme. Das kann aber an der Müdigkeit liegen. Jetzt gucke ich mal eben, ob ich hier noch ein bisschen Fleisch drin habe. Nein. Können wir was braten? Nein. So, das heißt also, wenn ich jetzt einen Bogen und alles bauen möchte, muss ich erstmal wieder Material haben. Dann machen wir das mal eben. Also wie gesagt, es gibt mehr, ich denke mal 2 bis 3 Möglichkeiten. Also gegessen und getrunken hatte ich genug, bevor ich die Welt verlassen habe, also bevor ich die Aufnahmesitzung beendet habe. Das Einzige, was war, ich war überladen. Brauchen etwas Stein. Ich war überladen und ich war müde. Vielleicht bin ich wegen der Müdigkeit gestorben. So, dann ist das auch schon wieder kaputt. Dann will ich hoffen, dass ich jetzt mal ganz schnell ein paar Sachen zusammenkriege. So, was können wir denn reparieren? So, meine Hose ist auch schon wieder kaputt. So, die haben wir neu. Ein neues Schwert haben wir auch noch. Können wir das denn reparieren? Spitzhacke reparieren. Gott sei Dank hatte ich die Kiste im Inventar. Protecting the city is my duty. Die können wir nicht mehr reparieren. Das können wir auch nicht mehr reparieren. Was ist mit der Hose? Hose brauchen wir natürlich Leder. Und das Leder ist natürlich, was wir hatten, alles weg. Protecting the city is my duty. Aber wir können hier wieder ein bisschen was erhöhen. Wir machen die Attacke etwas oder Mana. Ja. Hm.
Mana sind wir auch ein bisschen schlapp. Machen wir mal Mana. Und dann machen wir mal Konzentration höher. So. Protecting the city is my duty. Gut. Ja. Holz. Protecting the city is my duty. Level 9. Ja, es nützt nichts. Dann lassen wir uns jetzt halt mal ein bisschen mehr Zeit und sind dann ein bisschen besser vorbereitet. Ich meine, die Fundamente habe ich ja schon für die Butzelbude, für die erste Butzelbude, habe ich ja schon aufgebaut. Allerdings in einer etwas gefährlichen Gegend. Werde ich gleich noch eine Tür und einen Türrahmen bauen. Dann werde ich, sind die Pfeile denn auch weg? Ich hatte doch Pfeile. Ne, die Pfeile sind noch da. Dann werde ich mir mal einen Bogen gleich bauen noch. Hoffe, ich kann einen Bogen bauen. Ich habe mir auch nochmal die Server-Einstellungen angeguckt. Und habe dann, das darf ich euch ruhig erzählen, bei meinem Schaden, den habe ich mal etwas erhöht, weil ich weiß leider nicht, ob dieses Spiel schon richtig ausgewogen ist, ob die Balance schon stimmt. Und da habe ich mir erlaubt, meinen Schaden etwas höher zu setzen. Weil ihr habt ja gesehen, mit was für Kreaturen ich es zu tun habe. Und ich werde es auch noch mal ein bisschen mehr mit Taktik versuchen. Den kann ich nicht platt machen. Aber ihr seht ja, im Allgemeinen hat man es schon mit ganz schönen Brocken zu tun. Und damit müssen wir dann erstmal klarkommen. Jetzt sind wir schon wieder müde. Aufpasst, dass hier nicht aus Versehen mal eine Wache vorbeikommt, dass ich der aus Versehen eine verdröhne.
Können wir noch nicht bauen. Fehlt noch ein bisschen was. Okay. Dann werden wir mal das Schwert wieder reparieren. Das rein. Das auch reparieren. So, wir haben schon wieder Hunger. Gold haben wir Gott sei Dank behalten. So, dann können wir mal schon mal ein bisschen Stroh trocknen wieder. Mir wird schon wieder kalt. Ich bin müde. Überladen sind wir eh schon wieder. So. Also meine Resistenz habe ich etwas erhöht, mein Damage habe ich etwas erhöht. Wir auf jeden Fall auch noch ein paar magische Splitter oder magische Scherben, wie es hier heißt. So. Werden wir erstmal ein paar Äpfel essen. Und wir gehen mal zum Feuer, bevor wir erfrieren. So. Gut, also zum Feuer kann ich dann auch sofort erklären. Also da habe ich mich ja tatsächlich ein bisschen dusselig angestellt. Aber im Grunde genommen ist das gar nicht so schwer. Wir müssen nur wissen, wir brauchen kein Brennmaterial. Das Feuer brennt einfach so. So, wir können jetzt erstmal das Heu hier reinlegen. Und wir möchten gerne Heu trocknen. Und das machen wir damit. Wir brauchen immer so 5 von diesen Grasbüscheln für ein Heu. Fleisch haben wir ja leider nicht, aber wir können bei Äpfel essen in der Zeit.
So. Was haben wir denn da wieder Schönes gefunden? Ah, was Rares. Das ist gut. So. Also Feuer braucht kein Brennmaterial. Das, was man verarbeiten will, packt man einfach rein und dann ist gut. Können wir den Bratäpfel machen? Nein. Können wir nicht. Das ist das Essen. Das ist Baumaterial. Gut, das ist alles. So. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Das lassen wir mal hier. Dann schauen wir mal, ob wir einen Bogen bauen können. Rüstung. Haben wir denn ein Bett zur Verfügung? Was ist das denn? Ganz toll. Ein Wegweiser können wir bauen. Ein Mörser können wir bauen. Kisten können wir bauen. Davon hätte ich gerne noch, aber da haben wir jetzt gar nicht genug Seile. Da müssen wir noch Seile besorgen. Eine Tür brauchen wir auch Seile für. Foundations haben wir, glaube ich, erstmal genug. Das sind Gebäude. Was ist das? Müssen Decken sein. Ja. Gut. Ja. Auf dem Mörser können wir nicht schlafen und auf dem Schild können wir auch nicht schlafen. In der Kiste können wir auch nicht schlafen, es sei denn, wir sind tot. Ja, ja. So, müssen wir denn schon wieder irgendwelche Quests annehmen, vorsichtshalber? Nein. Aufgaben, Entschuldigung. Verfolgungsquests, das ist gut. Pan treffen. Fangen wir mal wieder von oben an. Erstell eine Lichtrune. Halt, reckless adventurer. Gut. You are about to step into the territory of Arcadia. Kochen. Malen. So weit sind wir noch nicht. Da können wir auch noch nichts machen. Gut. Dann werden wir jetzt mal erstell eine Lichtrune. Gut. Eine Lichtrune. Haben wir zwar schon mal hergestellt, aber wurde von uns noch nicht gefordert. Rune der Wärme. Rune des Lichts. Erstellen wir mal eine. Gut. Ja, sammel rohes Fleisch, sammel Leder. Ganz toll. Challenge yourself to improve your skills. Schwert erstmal wieder reparieren. Das eine packen wir rein, das nächste reparieren wir. Unsere Hose können wir noch nicht reparieren, was fehlt. Leder ist alles weg, hätte ich alles gehabt. Dann besorgen wir jetzt erstmal
Wir machen mal eine Lichtrune. Die benutzen wir mal. Nochmal 0. Ne, das war die Wärmungsrune. So, damit uns nicht kalt ist. Und das ist die Lichtrune. Und jetzt brauchen wir am besten die Spitzhacke. Und besorgen uns mal noch ein bisschen Garn. Ja, im Grunde genommen ist das immer noch so eine Art Tutorial, was ich hier mache. Das heißt, es war vielleicht noch gar nicht so schlau, überhaupt zu versuchen, das Dorf zu verlassen. Oder die Stadt oder wie auch immer. Was hat er denn hier? Ich habe hier doch schon Holz gehackt. So. Muss doch gehen. Meine ich doch. Weil Garn brauchen wir jede Menge. Und wir bekommen mit der Spitzhacke aus den Bäumen mehr Garn als Holz. Ich glaube, bei diesem Spiel muss man sich einfach ein bisschen mehr Zeit lassen. Nicht alles zu früh wollen. Klar, erstes Ziel sollte es irgendwie immer sein, eine Butzelbude zu bauen und dass man Unterkunft hat, aber ihr habt es ja gesehen, es bringt nichts. Also das Servermenü zum Einstellen ist ähnlich wie bei Thorn Exiles. Aber wie gesagt, ich habe es weitgehend so gelassen. Ich habe mir nur etwas mehr Damage gegönnt. Und etwas mehr Resistenz. Die Mengen, die ich von den Bäumen farme und von den Felsen und alles andere, das habe ich alles so gelassen. Da habe ich nicht so rumgefummelt. Und wir sind restlos überladen, das heißt ab zurück ins Dorf.
in die Stadt. Also ich sag's nochmal, ich wiederhole mich da nochmal. Ich glaube, ich sterbe auf offline, weil ich übermüdet bin. Und ich weiß nicht, wo ich hier schlafen kann. Und ich habe auch noch keine Bauanleitung oder was für ein Bett gefunden. Every success begins with failure. Challenge yourself, your skills. Come here. Gut. Ja. What can I do for you? Ein Bett geben, dass ich mal schlafen kann. Seht ihr, und jetzt kommen erst die Aufgaben mit dem Sammle rohes Fleisch und Sammle Leder, obwohl ich vorher schon Tiere getötet habe, aber das zählt alles nicht. Man macht die Aufgaben am besten erst dann, wenn man sie bekommt, aber das macht ja auch keinen Sinn, weil wir brauchten ja Essen und Trinken. So. Ja, das mit den Durst einstellen, das gefällt mir jetzt ganz gut. Das geht nicht mehr so ganz schnell runter. Essen konnte ich nichts mehr verändern. Höchstens auf null und dann hätte ich gar keinen Hunger mehr gehabt. Und das wollte ich nicht. Ja gut, dann wollen wir uns mal kurz damit beschäftigen. Wir wollen auf jeden Fall mal einen Teil davon bauen. Und das packen wir in den sekundären Gürtel rein. Dann bleibt es uns erhalten. Denke ich mal, dass es damit zusammenhängt. Dann auf jeden Fall eine Tür. Eine. Packen uns auch da rein in den sekundären Gürtel. So, wir können mit unserem Feuerzauber reparieren. Ach, da fehlen uns die magischen Splitter für. Ja gut, dann fahren wir mal eben noch ein paar magische Splitter. Nein, will ich hier nicht aufbauen. Sorry. So, der andere Gürtel ist gemeint. So, und dann brauchen wir tatsächlich noch erstmal ein paar magische Splitter. Dann können wir unseren Feuerschaden und unseren Feuerzauber wieder reparieren. Und dann gucken wir uns nochmal in dem Butzelbuden hier um, hier in den Hütten, ob wir hier irgendwo schlafen können als Gast. F-
fürs Schlafen habe ich auch ehrlich gesagt keine Einstellungen gefunden. Dass man das etwas zurückstellen könnte. Ja, ich weiß, dass da unten natürlich Schafe sind. Ja, wollen wir gucken. Vielleicht kriegen wir dann unser Fleisch und unser Leder. Hauptsache dieser fiese Wurzelsepp, der mich da platt gemacht hat ein paar Mal, ist nicht mehr da. Ach, wir können ja mal Nummer, was ist das, 7, ne? Nee, das sind Wurfmesser. Ah ja, unser Tragezauber. Den liebe ich ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt die Nummer 4. Und dann holen wir uns mal hier. Dass wir den Feuerzauber wieder reparieren können. Gucken wir mal eben, ob wir ein paar Schafe finden. Ah, da unten ist ein Schaf. Das ist One Hit. Jetzt, okay, für Schafe bin ich dann jetzt vielleicht schon etwas zu stark wieder. Aber hier laufen ja noch andere Viecher rum. Hier noch irgendwas drin geblieben von letztes Mal? Nein. Leder haben wir nicht bekommen. Ich kann es nicht mieten. Gold habe ich genug. Aber ist nicht unsere Besitzerzone. Deswegen geht das nicht, anscheinend. Ja, da hinten fliegt ja schon wieder rund unser heißgeliebter Gnom. Aber den machen wir das nächste Mal platt. Muss heute meine Aufnahmesitzung etwas eher beenden. Aber ich würde gerne noch ein Schaf erledigen.
Hier war doch eine ganze Herde mal. Da sind doch welche. Dann nehmen wir jetzt mal ein anderes Werkzeug, ob wir dann eventuell... Aha. Was ist das denn für ein Riesenvieh da hinten? Also unterschiedliche Werkzeuge, unterschiedliche Materialien. Ja, toll. Wieder Putte macht. Er hat wieder Putte macht. Reparieren. Reparieren. Austauschen. Gut. Reparieren. Schönes Fleisch, etwas Leder. Können wir auch mal eben reparieren. Hose haben wir noch nicht genug Leder für. Knochen. Was ist dann? Ein magischer Stein, der von einem Genesungszauber von. Ja. Machen wir auf. Auf Minus mal, ha? Oder auf gleich. So. Ach so. Töte den Aufseher. Was für ein Aufseher? Na, da muss ich wohl mal in den Questen lesen. Also der Geschwindigkeitszauber, der ist schon klasse. So, das gleich.
Come here. Gut. Mit dem Schlafen muss ich ehrlich sagen, da muss ich mal nachgucken, ob ich da ob ich am Lagerfeuer irgendwo auf dem Boden schlafen kann, einfach, oder ob ich ein Bett brauche. Brauche ich Quarzsand für und magische Splitter, die sind mir wieder ausgegangen. Die Hose kann ich immer noch nicht reparieren. Was fehlt dann immer noch? Immer noch Leder, immer noch zu wenig Leder. Ja, gut. So, dann will ich mal einmal gucken. ESC, Optionen. Ob wir irgendwas von Schlafen sehen. Angriff, verwenden, entfernen, hocken. Fremdes Inventar öffnen. Ja, lokale Chat. Zum Speichern. Ach nee, zum Sprechen. Drücke T. Ich dachte schon zum Speichern. Speichert doch alles automatisch. Nee, schlafen. Challenge yourself to improve your skills. Körper ziehen G. Deine Handwerksgüter? Ne. Ja, liebe Leute, es kann sein, dass ich dann gleich wieder tot bin, wenn ich wiederkomme und wieder von vorne anfangen muss, Material zu farmen. Ich will mal gucken. Ich packe noch mal ein bisschen was. Das hatte ich ja sowieso behalten. Mal gucken, ob ich das Seil behalte, wenn ich es hier rein tue. Das kann ich gar nicht da rein tun. Aha, das sind Handwerksmaterialien. Man verliert Handwerksmaterialien. Ja gut, dann braten wir uns mal noch ein bisschen Brot, Fleisch. Dann packen wir mal das Fleisch da rein. Das andere jetzt schon verdorben wieder. Mein Gott, das geht aber auch schnell. Kräften. Also wir verlieren, glaube ich, nur die Handwerksmaterialien. Zauber und Waffen und sowas behalten wir. Protecting the city is my duty. Challenge yourself to improve your skills. Habe ich keinen Platz mehr im Inventar? Anscheinend. Every success begins with failure.
Bin ich denn jetzt blind? Schmeiße ich das denn immer raus, oder was? Andere Leiste, halt. Ach, das habe ich in der Leiste drin. 4. 6, so. Alles klar. Protecting the city is my duty. Gut. Protecting the city is my duty. So, da in der Leiste habe ich es drin. Jo, da. Protecting the city is my duty. Protecting the city is my duty. Das sind meine Waffen. Ach, es kann sein, dass ich einen Bogen an der Werkbank herstellen muss. Ja, das Feuer lassen wir einfach mal butschen. Das wird uns jetzt wahrscheinlich vergammeln, das Fleisch. Aber ich muss leider, da hat es gerade an der Haustür geklingelt, ich muss jetzt leider einmal die Aufnahme unterbrechen, etwas eher wie gewohnt von mir, aber wie gesagt, ist ja auch nicht so schlimm. Ich darf mich einmal von euch verabschieden, in der Hoffnung, dass ich in der nächsten Sitzung wieder lebend zur Welt komme und nicht tot. Und ich sage tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allem, wenn ihr Gutes tut. Und ich bin einmal raus und sage nochmal tschüss.